Agapite Theodore, Agapiti Despina, lieber Indrek, einer der drei Kandidaten für den künftigen Generalsekretär des Europarats, nicht der Parlamentarischen Versammlung, des gesamten Europarats, mit denen einige von uns heute später am Tag noch die Möglichkeit haben zu sprechen. Ich mag aber auch begrüßen den Pensionistenverband Ligist, wo 49 Leute heute dabei sind und uns zuhören. Herzlich willkommen hier im österreichischen Parlament. Ja, 75 Jahre ist der Europarat alt und nicht leise, wie wir gehört haben. Und in den 75 Jahren hat es Aufs und Abs gegeben. Und ich denke mal, momentan sind wir mit sehr, sehr besonders vielen Herausforderungen konfrontiert. Das ist erwähnt worden. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben auch Russland sehr schnell aufgrund dessen ausgeschlossen. Wir haben aber auch die Situation, dass Großbritannien oder die Tories in Großbritannien darüber nachdenken, die Konvention zu verlassen, weil sie mit Urteilen des Gerichtshofs nicht zufrieden sind. Churchill würde sich im Grab umdrehen. Wir haben ein Verfahren gegen Aserbaidschan wegen ihrer Aktivitäten in Gorni-Karabach, ihren Menschenrechtsverletzungen dort, aber auch in nachweislich unfairen Wahlen. Wir haben ein Ausschlussverfahren gegen die Türkei aufgrund dessen, dass, obwohl zweimal der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geurteilt hat, dass Osman Kavala freigelassen werden muss, die Türkei dem nach wie vor nicht nachgekommen ist. Und jetzt ist es bei all dem, was ich aufzähle, keine Lösung von Multilateralismus zu sagen, raus, 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 raus. Alle die, die böse sind, alle die, die nicht so tun, wie wir das gerne hätten, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ganz im Gegenteil, der Auftrag ist der, weiterhin an einem Tisch zu sitzen, weiterhin zu versuchen, Probleme zu lösen und möglichst diese friedlich zu lösen. Und weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte angesprochen worden ist, und ich bin der Meinung, dass das wahrscheinlich eine unserer allerwichtigsten Institutionen ist, die diesen Menschenrechtsschutz für 700 Millionen Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa garantiert, als letztinstanzliches Gericht. Ich glaube auch, dass wir... Das ist wahrscheinlich eine unserer allerwichtigsten Aufgaben als parlamentarische Versammlung des Europarats ist, die Richterinnen und Richter zu wählen und dabei zu schauen, dass das wirklich einerseits Leute sind, die Wissen haben, die Know-how haben, die aber auch respektiert werden und die auch wirklich die Autorität haben, damit diese letztinstanzlichen Urteile, die ja oft letztinstanzliche nationalstaatliche Urteile aufheben, auch wirklich Autorität finden, auch wirklich anerkannt werden in den Ländern. Und du hast es erwähnt, wir haben am Montag ein lange geplantes Treffen in Wien gehabt, wo wir die zwei Bodies, die zwei Einheiten, die mit dieser Wahl scharf befasst sind, versucht haben zu synchronisieren, versucht haben, Meinungsverschiedenheiten, wie man dann die Konvention in diesen Fragen der Qualifikation der Kandidatinnen interpretiert, zu synchronisieren. Und ich glaube, es ist auch wirklich gelungen. Und es freut mich sehr, dass das quasi als ein Wiener Treffen dazu in die Geschichte eingehen wird. Und unsere Art und Weise, wie wir Richterinnen und Richter wählen, und ich mag dazu sagen, verglichen mit anderen internationalen Gerichtshöfen, sind wir da sehr, sehr vorbildlich jetzt schon, was Transparenz, was demokratische Beschlusslage, was Nichtpolitisierung dieser Verfahren betrifft. Also im Sinne von, das Gute ist der Feind des Besseren, glaube ich, dass wir noch weiter unsere Arbeit da weiterhin noch verbessern können und das auch tun. Und das ist sehr, sehr fein, dass das gelungen ist. Über Multilateralismus oder mit Multilateralismus zu enden, egal ob es der Europarat ist, egal ob es die Europäische Union ist, egal ob es die Vereinten Nationen sind, wir sind nicht perfekt. Alle diese Strukturen sind nicht perfekt. Sie sind manchmal teuer, sie sind manchmal langsam und sie schaffen es nicht immer, die Konflikte zu verhindern, die wir gerne verhindern wollen. Aber trotzdem ist es immer noch billiger und besser, zu versuchen, Konflikte am Tisch auszutragen, wie am Schlachtfeld, weil das ist jedenfalls das Teurere. Und sie sind außerdem die einzige Chance, die ich sehe, dass wir globalen Herausforderungen begegnen, wie zum Beispiel der Gleichstellung der Geschlechter. Und es freut mich zum Beispiel sehr, dass ich sehr aktiv daran beteiligt war als Vorsitzende damals des Gleichbehandlungsausschusses, dass wir jetzt eine Quotenregelung in der Parlamentarischen Versammlung haben und innerhalb von zwei Jahren es geschafft haben, von einem Drittel Frauen auf fast 50% Frauen in der Parlamentarischen Versammlung zu kommen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass
die Bevölkerung Europas sich widerspiegelt in der Parlamentarischen Versammlung. Aber es gibt natürlich auch noch andere Herausforderungen. Klimakrise ist erwähnt worden, künstliche Intelligenz. Wir werden die Ersten sein mit einer Konvention zur Frage künstliche Intelligenz und Menschenrechte. Das ist ein wirklich, wirklich wichtiger Schritt, den der Europarat da macht. Und um zum Abschluss zu kommen, Freiheit, Frieden und Demokratie hängen untrennbar zusammen. Und wenn man ein Europa will, jetzt komme ich vom großen Europarat zu Europa zum kleineren EU-Europa, aber wenn man ein Europa haben will, das demokratisch legitimiert ist, dann bitte ich Sie alle, die zusehen, wirklich am 9. Juni zur Wahl zu gehen und Ihre Zukunft und Ihre Hoffnungen zu wählen und nicht irgendwelche Ängste, die geschürt werden.